schon wieder und schon ist er weg. Mann, Stampfattacke des Todes. Die nervt mich was weg, diese Stampfattacke.
Jo, Servusle zum weiteren Part Super Mario Odyssey. Wir, wenn ihr das Video hier seht, wie ihr gerade mittlerweile mitbekommen habt, habe ich das Beach-Dingens geschafft. Also rein theoretisch müsste ich es jetzt an den Anfang dieses Videos geschnitten haben. Verdammt, geh auf. Geh halt jetzt auf. Alter, diese Moonjumperei hier. Die macht mir noch fertig. Die macht mich noch fertig. So. Wir machen da hinten weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Genau, hier war das. Hier war das. Ich bin gespannt. Das hier ist hardcore-mäßig, aber das sind die einzigen zwei Monde, die uns auf hier auf der dunklen Seite noch fehlen. Und wenn wir das hier abgeschlossen haben, dann ist die dunkle Seite komplett. Das heißt, dann ist das ganze Spiel bis zur dunklen Seite komplett. Weil dann haben wir wirklich alles. Ist das nicht geil? Ja, das ist nicht geil. Doch, es ist geil. Ich find's geil. Verdammt, so nicht. Das ist schon wieder ungeil, was du da magst, Doschen. So. Ja, der Ehrgeiz, ne? Der Ehrgeiz. Und weil das Spiel an sich eigentlich ganz, ganz lustig ist. Och, Mann. Nervt mich das, dass der ab und zu mal seine Stampfattacke macht. In der Hektik. Schon wieder. Und schon ist er weg. Mann, Stampfattacke des Todes. Die nervt mich was weg, diese Stampfattacke. Aber wann macht denn diese Stampfattacke? Okay. Ah ja. Ich muss für diesen Hechtsprung. Das ist. Manchmal ist es schon kurios. Ich muss quasi B drücken zum Springen. Dann Y und dann die ZL-Taste. Nein, andersrum. Ich muss B springen. Genau, B springen, dann die ZL-Taste. Dann macht er seine Drehung. Und dann Y für den Echtsprung. Und wenn ich die ZL-Taste minimal zu langsam drücke, dann macht er so. Wenn ich sie schnell genug drücke, dann macht er so. Mann. Das ist tricksy. Man muss die zwei Knöpfe zur selben Zeit drücken. Und wenn man im Eifer des Gefechts gerade hintereinander, wo man ein paar Mal drücken muss, wenn man da ein bisschen durcheinander kommt, dann war's das. Verdammt, jetzt ist er da hängen geblieben. Komm, mach hin, Mario. Schon wieder, dieser dumme Itaker. Ja, ich gebe dem Italiener die Schuld. Entweder dem Italiener hier oder den Japanern. Das hätte man anders lösen können. Die Steuerung an sich von diesem Spiel ist nicht schlecht. Nintendo hat es ja sowieso drauf, gute Steuerungen zu programmieren. Da will ich gar nicht meckern. Nur manche... Was soll ich sagen? Die Steuerung oder die Qualität dieser Steuerung
Die wird halt dann... Oh, die wird halt dann zutage gefördert, die Qualität. Wenn es auf Präzision ankommt. Oh, komm schon, Mario. Sich voll die Fresse angehauen. Das erinnert ein bisschen an American History X. Zähne auf den Randstein. Itaka. So. Probieren wir es nochmal. Ist er wieder hängen geblieben? Verdammt, das ist schlecht, sowas. Das kostet sinnlos Zeit. So wird es nichts. So wird das nichts. Nein, 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 das kann nicht sein. Ich freue mich, wa? Ich freue mich. Ich werde es ein, maximal zwei Parts lang probieren. Jetzt hat er den P-Switch nicht aktiviert. Was ist denn jetzt los? Ist er drüber gesprungen? Ich werde es ein, zwei Parts lang probieren hier, diese Schoße. Ach, komm schon. Geil. Und werde dann selber überlegen, ob ich diese Parts überhaupt veröffentliche. Wenn ja, dann werdet ihr maximal ein, zwei Parts sehen. Und danach wird geschnitten. Und wieder die Fresse angehauen, weil er nicht vorher aufsteht. Er macht es nicht. Er macht es nicht. Aus der Rolle heraus macht er keinen Hechtsprung. Ach komm schon, Mario. Er ist so scheiße gemacht. Oh, dieses Level ist mies. Entweder... Naja, es ist mit Sicherheit. Dieses Level ist nicht für diese Steuerung gemacht. Dieses Level ist für... fürs Mofa gemacht. Wer da auf die lustige Idee kam... Verdammt. Wer da auf die lustige Idee kam, trotzdem noch, oder dieses Level hier ohne Mofa schaffen zu müssen. Wer da bei Nintendo auf die lustige Idee kam, der hat schon mehr als einen Arsch offen. Ich glaube, der muss die Menschheit hassen. Die Menschheit, sich selbst, vielleicht hat er schon lange keinen Sex mehr gehabt. Ich weiß es ja nicht, ist ja in Japan so ein Problem, ne? Da ist ja die heute Weiblichkeit anscheinend zahlenmäßig unterlegen. Na komm schon. Und da kriegt nicht jeder Pimmel, kriegt da eine Mumu. Vielleicht deshalb die Aggression gegen die Menschheit. Oder ist das die Rache für Hiroshima? Ist natürlich auch möglich. So. Konzentration, Dosten, Konzentration. Lass mal gleich Schmarri auf Zeiten und zock hier. Ah, verdammt. Ja, aggressiv macht das Ganze hier auch. Ich weiß gar nicht, wenn man beim Zocken aggressiv wird, gegen wen richtet sich die Aggression? Gegen das Level? Gegen das Level-Design? Gegen die Entwickler oder einfach gegen einen selber, weil man unfähig ist? Verdammt, weil man unfähig ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Hassprojekt hier, dieses Level. Aber es ist das Letzte. Es ist das Letzte auf der dunklen Seite. Ich befürchte, dass die stockfinstere Seite auch so hardcore-mäßig wird. Und dann dürfte es eigentlich gewesen sein, vom hardcore-mäßigen Schwierigkeitsgrad. Ach, komm schon! Ich tue nichts anders. Warum zählt er das manchmal nicht? Mann. Ich muss hier mit dem Dreisprung arbeiten. Und den habe ich nicht so drauf. Ach, scheiße. Kann ich schon vergessen. Und ab mit dir.
Selbstmord. Mann. Ich muss hier echt mit dem Dreisprung arbeiten, den habe ich im ganzen Spiel nicht sonderlich oft gebraucht. Mann. Keine Ahnung, ob es hier irgendwelche Tricks gibt. Also so lustige Tricks wie beispielsweise mit dem Volleyball. Da habe ich auch ein bisschen beschissen. Aber gehört dazu. Verdammt, und schon wieder angehauen. Und sobald man sich anhaut, kann man es eigentlich schon vergessen. Das muss komplett perfekt vonstatten gehen. Arschloch. Das muss komplett hier perfekt ohne Anhutzerei. Genau, ohne Anhutzerei. Komm, geh sterben. Geh sterben. Und schon ist er weg. Jetzt muss ich direkt einmal dampfen hier voller Aufrechung. Mann. Eine der letzten Hürden. Und ich kotze. War mir klar. Ja, es liegt aber auch daran, dass das Let's Play bis jetzt ziemlich reibungslos vonstatten ging. Bis auf ein paar Stellen. Nein, Alter, jetzt hat er den scheiß Peace-Switch wieder nicht ausgelöst. Bis auf ein paar kleine Stellen ist das Let's Play ja ziemlich flüssig gelaufen. Und jetzt beginnt der Kack. Neben Seilspringen und Volleyball. Neben Kackbriemeln ohne Käppi-Bischen. So, wir sind schon mal hier. Ich mach das nicht in einem Aufwasch, ich warte lieber. Ich warte lieber. Er macht's nicht, weil er ein Depp ist. Und weg ist er. Er ist weg, der Depp. Und schon ist der Depp weg. Schon ist der Depp weg. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwo die Tode gezählt werden. Das wäre natürlich auch interessant. Vielleicht sehen wir das am Schluss. Wie oft wir gestorben sind. Oh, einige Male. Einige Male, besonders jetzt hier. Gut, manche Tode waren Absicht. Manche Tode waren keine Absicht. Komm, genau auf. Beweg deinen Arsch, Alter. Beweg deinen Arsch, dafür ist er da. Alter! Mittendrin macht der Stampfattacke. Mittendrin. Er macht's eine Million Mal richtig. Mittendrin macht der Stampfattacke. Man muss da so oft die Knöpfe drücken, dass der Controller anscheinend manchmal die Reihenfolge nicht so annimmt. Oder es sind die Finger, die den mitspielen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt es ja wirklich nur an mir. Oh, das war knickende Optik, Alter. Das war heili geili. Ja, das war Italienermord. Kalkulierter Italienermord. So. Auf ein neues. Was mir halt stinkt bei derartigen Hardcore-Challenges... Ich verliere wahnsinnig viel Zeit damit. Ich darf da offscreen, genauso wie mit dem Volleyball und mit dem Seilspringen und den ganzen anderen Hickhack. Ich darf da offscreen umeinander spielen oder beim Münzen sammeln und so weiter. Ich verliere wahnsinnig viel Zeit. Das ist Zeit, die ich normalerweise in die Let's Plays stecke. Alter Schwede. Die ist halt einfach weg. Die ist einfach weg, diese Zeit. Ohne Video, ohne nichts. Also ich könnte da durchaus mehr Videos produzieren. Das wird nix, Alter. Das wird nix. Wie habe ich das letzte Mal den Abschnitt geschafft? Wie habe ich das gemacht? Das war wahrscheinlich nur reiner Zufall. Und reiner Zufall ist ungeil.
Verdammt! Komm, geh sterben. Geh sterben. Mann, oh Mann. Hochkonzentration? Konzentration. Das ist hier echt... Ich bin hier echt richtig angespannt. Um das hier zu schaffen. Weiß mich ja irgendwo, warum, dass ich es nicht schaffe. Weil der Ehrgeiz doch irgendwo vorhanden ist. Dieses Spiel auf 100% abzuschließen. Komm, genau auf. Und jetzt macht er wieder Stampfattacke. Und schon ist er weg. Würde er mal diese Stampfattacken sein lassen? Na, dann hätte er eine reelle Chance. Aber diese Stampfattacken. Hier überhaupt. Moves auf einen Button zu legen, der auch gleichzeitig die Stampfattacke auslöst, ist ja eigentlich schon fast PS4-Niveau. Die machen sowas nämlich auch gern. Bin ich von Nintendo eigentlich nicht so gewohnt. Alter Schwede! Dreckiger kleiner Itaka, weil der Schwede bist ja keiner. Wer ist ein Schwede, ist das gemacht hier. Wenn du ein Schwede wärst, hättest du es geschafft. Wieder. Irgendeinen Knopf drücke ich entweder zu früh oder einen zu spät. Und zwar im Bruchteil von Millisekunden. Oder der Controller übernimmt die Eingabe nicht schnell genug. Und das Spiel wertet es dann als nicht gedrückt und deshalb macht er nur die Stampfattacke. Verdammt, wieder hängen geblieben. Verdammt, nicht geschafft. Nicht geschafft. Komme in diesem Park komischerweise nicht mehr nach oben. Was mich wundert. Was mich echt tierisch wundert. Und auch gleichzeitig ein bisschen nervt. Bisschen tierisch sogar. Na gut. Wieder Stampfattacke des Todes. Stampfattacke der Sinnlosigkeit. Ja, jetzt beginnt die Resignation, die Wut. Und dass mir das Spiel, oder zumindest hier dieser Abschnitt, ein bisschen auf den Sack geht. Aber wir haben nichts mehr anders. Ich kann nicht sagen... Verdammt, das reicht nicht mehr. Ich kann nicht sagen, das machen wir anders mal. Ich muss mich jetzt der Herausforderung stellen. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Es gibt halt einfach nichts mehr anders. Bin schon wieder hängen geblieben. Ich darf nirgends hängen bleiben. Und nicht mal minimal. Das ist auf die Millisekunde ausgelegt von der Zeit. Dreckige kleine Entwickler. Verdammt, fast. Minimal zu langsam gewesen. Aber das war schon mal der richtige Ansatz. Ich muss nur schneller sein. Oh, schneller sein, noch schneller. Noch schneller. Jetzt war es ja ziemlich perfekt. Jetzt war es ja ziemlich perfekt, die Chance. Und trotzdem reicht's nicht. Oje, oje. Freue ich mich auf die stockfinste Seite des Mondes. Ach, freue ich mich da drauf. Wenn sie da so einen Scheiß hier schon wollen. Ach komm. Wenn sie hier schon so einen Scheiß wollen auf der finsteren Seite des Mondes. Kann ich mir vorstellen, was sie auf der stockfinsteren wollen. Da wollen sie Hardcore-Scheiß. So. Und Fresse angeschlagen. Er dürfte keine Zähne mehr haben. Und seine Nase müsste auch platt sein, wie Pfannkuchen. Eigentlich nur noch Mousse.
doch nicht, Alter. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Mann, ist das lame. Verdammt. Und tschüss. Geh baden, Junge, geh baden. Geh sterben. Macht man da? Jetzt darf ich es wieder so lange probieren, bis ich es irgendwann mal schaffe. Ja, und ich darf wieder schneiden. Was ist mit diesem Move hier? Komme ich damit rüber? Reicht es hier? Das würde mich mal interessieren. Ah, dieser Move ist echt zu langsam. Also geht Rollen schneller wie dieses Weitspringen. Hammer. Aber durch Rollen... das normale Rollen, man kann nicht normal springen. Da springt er nicht hoch. Bei diesem Rollen, das ist... Scheiße gemacht. Er springt da nicht hoch. Egal, was man tut, welchen Knopf man drückt. Ungeil gelöst. Es ist natürlich Absicht. Es ist natürlich Absicht, um nicht absolut overpowered durchs Spiel hüpfen zu können. Ich verstehe es ja. Aber wenn man dann schon versucht, die Figur nicht absolut so overpowered darzustellen... Warum macht man dann die Level so schwer? Alter, wir haben es. Wir haben es. Mal wieder kurz vorm Partende haben wir es geschafft. So, jetzt beginnt diese Chose. Lass mich noch mal gucken. Ich muss hier oft rollen. Oh, muss ich da oft rollen. Rollen und springen und auf die Panzer aufpassen. Oh Mann. Na, ob wir das schaffen? Wir werden sehen. Nein, mach... Geh zurück. Mach keine Stampfattacke, du Blödmann. Mach doch keine Stampfattacke. Ich glaube, die Plattform war sicher, oder? Und da vorne ist ein Zwischending. Ach, das geht nur bis zu dieser lila Metallplattform. Oh, das wäre sogar, Leute, das wäre schaffbar. Und dann hätten wir da den zweiten Mond, den wir dann beim zweiten Mal holen müssen. Aber ich wäre jetzt erstmal mit einem Mond zufrieden. Beide werde ich auf keinen Fall schaffen. Gleichzeitig meine ich. Arschlochpanzer. Aber wir haben es. Jetzt wäre halt hier schon der Mond. Meint, ich komme da rauf? Oh, verpissen wir uns. Verpissen wir uns, bevor die Panzer uns hier ein Gar ausmachen. Und holen uns den ersten Mond. Da ist er. Hammer! Wir haben den ersten Geschwindigkeitsrausch. Da sagst du was, Alter. Wir haben den ersten Mond. Den ersten haben wir. Ach ja, im Übrigen habe ich 3 Monde mehr als im letzten Part. Das liegt daran, dass ich ja die 2 eingesammelten Monde vom letzten Part abgeben musste, weil ich ja zum Strand bin. Und dann noch den Strandmond, beziehungsweise den Beachvolleyballmond, den ich da erspielt habe. Das sind die 3 Monde. Deswegen haben wir jetzt mehr. Aber ihr habt nichts verpasst. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Eier Toschen.